So, meine Lieben, heute haben wir den 11.01.2022. Wir haben Tag 11 der 100 Day of Practice Challenge. Ich möchte euch jetzt ganz gerne eine Fingerübung zeigen. Hand-to-Hand-Scalic nennt die sich. Meine Pipe-Schüler kennen das schon. Und zwar die Hand-to-Hand-Scalic ist eigentlich dafür da, dass sie Blups eliminiert. So, auch die kann man mit Metronom spielen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, schiebe ich den Ständer hier nach vorne. Die Hand-to-Hand-Scalic blende ich nachher auch nochmal ein. Es gibt insgesamt 4 Seiten davon und ich gebe sie auch gerne weiter. So, es ist ein Viervierteltakt. Aber damit wir gleichmäßige Achtel hinkriegen, setze ich das Metronom auf 8 Achtel. Das bedeutet, jede Achtel hat einen Schlag, jede Viertel hat 2 Schläge, jede halbe hat 4 Schläge und ich glaube, andere Notenwerte haben wir hier nicht. Und warum mache ich jeden zweiten hoch? Also, wie man hier sehen kann, ne? Die 1 ist sowieso immer hoch, damit ich weiß, wo die 1 ist. Ich habe durch dieses Hochmachen, hier ist die 1, da ist die 2, da ist die 3 und da ist die 4, trotzdem noch diesen Viervierteltaktrhythmus. Und die Zwischenschläge, das sind die und. Also 1 und, 2 und, 3 und, 4 und. So zähle ich im Viervierteltakt auf Achtel und ich habe zwar jeden Schlag, aber ich höre durchaus auch die Viertel und kann irgendwann mal beim Üben diese kleinen Dinger hier, diese hier, na, komm schon, ausschalten. Und dann habe ich den Viervierteltakt auch. Da natürlich ein Tempo von 8 Achteln relativ langsam ist, können wir auch ruhig eine Geschwindigkeit von 100 annehmen. Und ich zeige euch jetzt die Hand-to-Hand-Scalic mal mit Metronom. Dazu brauche ich die Noten, auch wenn ich sie schon so ziemlich auswendig kann. So, das Metronom ist, denke ich, zu hören. Und 2 und 3 und 4 und. So, das war jetzt das erste Päckchen, also die ersten zwei Reihen. Da steht auch ein Wiederholungszeichen und ich kann mir überlegen, wiederhole ich die. Natürlich ist es so, wenn man anfängt mit der Übung, spielt man sie vielleicht ein bisschen langsamer. Ich würde da auf 60 gehen und demonstriere das mal am zweiten Päckchen. Eins und zwei und drei und vier und. Manchmal ist natürlich die Frage, okay, ich muss diese Übung machen, um Blups rauszukriegen. Aber A, wie höre ich Blups? Und B, wie kriege ich sie raus? Also Blups, das ist damit gemeint, wenn immer so beim Handwechseln zum Beispiel so ein ungewollter Ton, also in dem Fall Low A, zum Beispiel mit wandert. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel von Low G zu B hochgehe. Solche Geschichten, also Nachschleicher. Oder ich gehe jetzt von D, von Low A zu F hoch. Auch solche Nachschleicher. Um diese rauszukriegen, da gibt es verschiedene Fingerversatztechniken. Und zwar
das Körpernatürliche ist, dass zum Beispiel zuerst unten zu und dann oben aufgemacht wird. Da passiert dann sowas. Aber man muss den Kopf umprogrammieren, beziehungsweise die Hände, und dann zum Beispiel bei Handwechsel erst oben auf, dann unten zu. Also. Und wenn man diese Hand-to-Hand-Scaling langsam übt, dann übt man die ganzen Fingerversätze langsam mit. Und irgendwann merkt man das nicht mehr, wenn man dann schneller spielt. Und man spielt automatisch sauber, weil die Hände das automatisch machen. So zum Beispiel auch, wenn ich jetzt von Low G zu B hochgehe. Wenn ich zum Beispiel erst den Ringfinger hebe, dann höre ich nichts. Mache ich es andersrum, hat man den berühmten Nachschleicher. Von Low A zu F dasselbe. Da höre ich kaum was. Aber mache ich hier zuerst hoch, habe ich den Nachschleicher. Und so kann man sich natürlich auch selbst ein bisschen ausprobieren, wie kann ich den Fingerversatz setzen und wie muss ich dir an die Finger halten? Ich möchte das nächste Päckchen nochmal machen, indem ich das Metronom zeige. So. Und zwei und drei und vier und. Sorry, was da war gerade. Ach, ich muss es mal ausmachen hier. Ich bin eben leider mit dem Schenter auf meinem Knie gelandet und da kam dann der vorletzte Ton nicht. So, jetzt mache ich das Tempo mal wieder, wie ich es vorher hatte. Ich war ja vorher mal auf 100 und spiele nochmal das letzte Päckchen. Und zwei und drei und vier und. Wie ihr seht, sind die ja nun alle ohne Grace-Noten. Aber natürlich kann man auch High G-Grace-Note damit üben. Ich mache das mal ganz kurz beim ersten Päckchen vor. Wenn man auf jede zweite Note, weil auf jede hört sich es nicht so gut an, aber auf jede zweite Note. Dann natürlich das Spielen einer Grace-Note. Oftmals Blups auch verhindert, dadurch, dass man sowieso absetzt. Ist es natürlich, sage ich mal, sinnvoll, wenn man gegen die Blups etwas tun möchte, es ohne Grace-Noten zu spielen. Übt man die High G-Grace-Note zum Beispiel auch nach Metronom, kann man die Hand-to-Hand-Scalings auch nehmen als Übung. Aber dann ist es halt eine High G-Grace-Übung und keine Blup-Übung mehr. So,
Ach so, die Blubs, für alle, die es nicht wissen, die heißen ja eigentlich Crossing Noises. Aber wir nehmen es ja manchmal mit der Fachsprache nicht so ganz genau. Wir sehen uns morgen wieder und da habe ich wieder auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Pipen. Bis dann!